Wasserverschmutzung, Müll und hohe Temperaturen führen zu einem Anstieg der Fälle von Hautkrankheiten im Gazastreifen, so berichten Mediziner. Angesichts der Überbelegung von Schulen und Unterkünften mit vertriebenen Familien und des Mangels an sauberem Wasser zeigen Kinder und Erwachsene zunehmend Anzeichen von Krankheiten, die nach Angaben von Medizinern aufgrund des Mangels an medizinischen Hilfsmitteln kaum behandelt werden können. Wir leiden wirklich sehr unter den Hautkrankheiten in den Schulen. Die sind baufällig und es gibt keine Sauberkeit. Wie Sie sehen können, ist die Schule überfüllt und nicht jedes Kind ist wie das andere. Meine Tochter Jasmin zum Beispiel ist empfindlich gegenüber Krankheiten. Die sie im Gesicht hat, besteht nun schon seit fast 10 Tagen und ist noch immer nicht verschwunden. Die Menschen stünden vor einer großen Katastrophe, sollten die großen Organisationen und die Weltgesundheitsorganisation nicht eingreifen, so Dr. Wissam Al-Sakani, Sprecher des Kamal Adwan Krankenhauses in Beit Lahia. Das Wasser trage zur Ausbreitung verschiedener Krankheiten, darunter auch Polio, bei. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hatte im vergangenen Monat eine Polio-Epidemie in der palästinensischen Enklave beklagt und Israels laufende Militäroffensive dafür verantwortlich gemacht. Zwar wurden bisher keine klinischen Fälle von Polio festgestellt, allerdings wurden Polio-Erreger in den Abwässern nachgewiesen, so die WHO. Sie gab auch an, dass im Gazastreifen 70.000 Fälle von Hautausschlägen als Folge von Überbevölkerung, überlaufenden Abwässern und verunreinigtem Trinkwasser aufgetreten seien.